Hi, meine Freunde, ich bin's, euer Gamepad Hero und wir sind hier in der zweiten Folge von Hitman Absolution. Wir sind hier immer noch im Prolog und starten jetzt die erste Mission. Alle mal herhören. Miss Burnwood ist oben beziehungsweise unter der Dusche und kommt demnächst die erste, die wirklich mit Punktesystemen funktioniert. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Ich wiederhole. Seine Zielperson während seiner Schicht verlassen. Egal warum. Jeder Verstoß zieht die sofortige Suspendierung nach sich. Eines verspreche ich euch. So. Wenn ihr das hier vergeigt, arbeitet ihr nie wieder. Schlaf. Das wäre alles. Abtreten. Scheiße, wohin schleppen wir den jetzt einfach? Ah, Kacke. Wohin mit ihm? Wohin mit ihm? Da. Perfekt. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Unser Ziel ist also der Typ da unten. Hier ist Alpha. Das ist mir egal. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich... Ihre aktuelle Waffe hat keinen Schalldämpfer und könnte Ihre Gegner alarmieren. Wieso benutzen Sie nicht Ihre schallgedämpften Silverballer? So. Jetzt haben wir die alle abgelenkt, schätze ich mal. Und er kommt hoch, er kommt hoch. Kommt er hoch? Er kommt hoch, jawohl. Das heißt... Wir schalten ihn mit dem Messer aus. So. Scheiße, war das gar nicht unser Ziel? Ups. Wir nehmen uns erst seine Klamotten. Wenn das noch... Das geht gar nicht mehr. Okay, dann halt nicht. Dann werden wir ihn halt einfach los. Fuck, ich dachte jetzt, der Typ kommt da hoch. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Mütlicher Handel? Warte. Soll das heißen, ich dachte, die wären nur ein Mythos? Ja, wie sagt man so schön? Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Gott, die Frau hat... Hä, den Typ, den wir brauchen, der ist nicht hier unten. Wo ist er dann? Nicht hier. Wo ist er dann? Oh mein Gott, ich muss die Karte von ihm aufnehmen. Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste Freischaltung. Fängt richtig gut an, schon mit einem ersten Fail. Aber naja. Nähere mich der Zielperson. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran. Wenn sie abdrücken.
47. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben Sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte. Sie darf nicht werden wie sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Na, super. Zu Victoria gelangen, okay. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren, und arretieren Sie dann den Schuss. Schuss arretiert. Zielen Sie auf den Kopf oder drücken Sie mehrmals ab, um tödlichen Schaden zu verursachen. Tödlicher Schaden. Schon krass. Echt krass, wie die hier einfach umgeflogen sind. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm. Und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich Diana einfach... ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir! Hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. So, Waffenhandling 1 verringert den Rückschuss von Waffen und die nächste Stufe verkürzt die Nachladezeit von 47. 13.500 Punkte.
Ja, nichts Besonderes, aber ich denke, war schon ganz in Ordnung. Ja, gehen wir gerade weiter zum nächsten Auftrag. Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstärker und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Part 1. Der König von Chinatown. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Ja, ziemlich aufschlussreiche Folge diesmal und den König von Chinatown werden wir dann in der nächsten Folge jagen von Let's Play Hitman Absolution.